Was mich völlig irritiert, ist, dass man quasi Innovationsvorhaben nimmt ohne Leute, die dieses Herzblut haben. Also man entkoppelt das von der, man entkoppelt die reine Aufgabe von den Menschen, die das tun müssen. Ein Forscher publiziert seine Ergebnisse und die Ergebnisse werden bei der Bewertung gewichtet nach dem Impact-Faktor der Zeitschrift. Also wenn ich in einer wichtigen Zeitschrift publiziere, wird das viel höher gezählt, als wenn ich es irgendwo da unterbringe. Ja, also da muss man sich natürlich an Zeitschriften wenden, wo es ganz schwer ist, Artikel zu publizieren, in Nature zum Beispiel oder in Science, dann ist man schon fast geadelt, wenn man dann Paper unterbringt. Und die Forscher, ihre Lebenskarriere bemisst sich danach. Die misst sich nicht danach, dass das irgendwie verwertbar ist dann irgendwo. Um etwas verwertbar zu machen, kann man rechnen, dass man aus einem vernünftigen Prototyp, noch nicht mal Research, also wenn man jetzt etwas Verbrauchbares erforscht, müsste man jetzt daraus noch einen Prototyp machen. Das ist vielleicht dreimal mehr Arbeit als das Erforschen. Und wenn man einen brauchbaren Prototyp hat, muss man die Infrastruktur herstellen und das Produkt reif machen, 10-mal testen, dass es für jeden User auch gut ist und so weiter. Dann rechnet man vielleicht nochmal 10-mal so viel Kosten, wie es bis zum Prototyp gekostet hat. Das ist jetzt nur die Kostenseite, aber man muss dann verstehen, dass es auch die Arbeitsseite so viel Aufwand macht. Und da sagt natürlich ein Forscher, dafür ist er nicht zuständig, wer soll das machen? Also irgendwer muss doch den Prototypen herstellen und das Produkt reif machen, die Dokumentation schreiben für ein neues Produkt und so weiter, was sehr viel Arbeit ist, aber dafür gibt es überhaupt keine Impactpunkte für Wissenschaftler. Das heißt, seine Karriere würde er quasi ruinieren, wenn er die Innovation selber betreiben würde. Da sind vielleicht andere Nationen besser aufgestellt, wo die Universitäten per se durchlässiger sind und gleich irgendwie die Innovationen auch mitbewerten bei der Karriere eines Wissenschaftlers. Dann wird dann doch nur geforscht in einer gewissen Weise und der Rest ist dann irgendwie, soll einer was machen. Und das hilft nicht. Also praktisch, wir diskutieren dauernd Modelle bei der Innovation, wo eine Erfindung sozusagen einer Abteilung weitergetragen wird und die soll das dann machen. Und das geht irgendwie nicht, weil eine Erfindung irgendwie was damit zu tun hat, dass man es liebt und mit Leidenschaft verfolgt und dass es Leute gibt, die sagen, das ist mein Baby. Und wenn man Leute hat, die sagen, es ist mein Baby und die bereit sind, auch dann die zehnfache Arbeit zu machen, als was die Erfindung gekostet hat, dann kommt man da weiter. Und die ganze öffentliche Diskussion, wie Erfindungen entstehen und wie man das organisatorisch regeln soll, verkennen die Sache, dass im Grunde nur Erfindungen durchkommen, wo jemand mit seiner ganzen Energie und Lebens- und Herzenskraft sagt, das ist mein Baby. Ja, und dann feiern wir, also wir machen dann Prozessorganisationen, wie wer wann was an einer Innovation macht, wer viel Geld gibt, wie Business Cases sind, wir prozessieren das komplett durch. Feiern aber auf der anderen Seite so Heroes wie Bill Gates oder Steve Jobs, der war fast heilig gesprochen ist heute, oder Konrad Zuse und so diese ersten Menschen, die irgendwas wirklich auf die Beine gestellt haben. Und sie können alle die durchgehen, alle die jetzt richtig was gebracht haben, die SAP-Gründer und so weiter, Daimler himself, Porsche, ja, also die auch die deutsche Industrie gegründet haben, der Bosch von BASF und so weiter. Das sind alles Leute, die das als mein Baby betrachtet haben. Und im Nachhinein erkennen wir das, dass es das wohl war, aber wir planen es gar nicht in dem Prozess.